Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Willst du immer gut ankommen? Mit einem Ford? Er hat alles, was du brauchst. Neu bei Ford. S-Max und Galaxy jetzt auch mit Allradantrieb. Ford ist der Einzige, der Allrad und Automatik anbietet. Eine unverbindliche Probefahrt wird dich überzeugen. Es gibt außerdem jede Menge Neuigkeiten, auch bei Ford Nutzfahrzeugen. Wenn du ein Auto suchst, du findest es bei Huber Kapfenberg. Gefällt's mir? Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich, darf ich dir für ein Bier lohnen? Nein, aber darf ich dir für ein Kracherl lohnen? Ja. Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! So viel da, jetzt das nicht geben. Gut, besser, Gösser Kracherl. Anruf genügt und sie kommen, wann immer sie gebraucht werden. 24 Stunden, 365 Tage. Juri, das Dienstleistungsunternehmen mit Standort oben Nickelsdorf. Juri ist Ihr zuverlässlicher Partner, wenn Reinigung, Kanalverstopfungen, Absaugungen, Grubendienst und vieles mehr, ob privat oder Industrie, benötigt werden. Juri Nickelsdorf hat die richtigen Fahrzeuge für jeden Einsatz. Es ist ein Kia, von dem Sie schon immer geträumt haben. Der neue Kia Sportage, jetzt bei uns im Autohaus Huber in Nickelsdorf. Natürlich mit der 7 Jahre Kia-Garantie. Er hat jede Menge Ausstattungsmöglichkeiten. Aber das Fahrzeug kann noch wesentlich mehr. Spurhalteassistent, Notbremsassistent, selbstständiges Einparken, parallel rückwärts einparken, Querverkehrassistent und viele, viele weitere Highlights sind in dem Auto versteckt. Eine unverbindliche Probefahrt bei Huber Nickersdorf wird Sie überzeugen. Dann werden Sie vom neuen Kia Sportage nicht nur träumen, sondern Sie werden ihn fahren. Willkommen auf der Fußballschiene auf MEMA TV und wir haben für Sie wieder ein tolles Match ausgesucht aus der Gebietsliga Mürz. Da geht es ja um den Meistertitel für St. Kathrein, Laming, Dragös. Und die Dragösser, die treffen da heute auf Breitenau und eingeplant ist natürlich ein Dreier. Ob das gelingt? Die Erwartung der Dragös St. Kathrein-Kicker heute riesengroß. Einen Dreier gegen Breitenau einfahren, dann noch einen Sieg in Kriegach gegen die Zweiermannschaft und das wäre der Herbstmeistertitel. Aber nun zum heutigen Match. Breitenau in grün-schwarz spielend meldet sich gleich mit erstem Schuss ins Spiel. Wieder Breitenau mit Spielaufbau. Eder spielt da ideal auf Gosch und der macht das 1:0 für Breitenau. Die Dragösser wurden da kalt erwischt. Was für ein Auftakt für Breitenau. Da hat's zwei Dragösser ohne Fremdeinwirkung erwischt. Sowas gibt's auch. Wichtig, es ist nichts passiert. Breitenau überraschend stark zu Beginn. Wagner testet den Dragös-Kathrein-Schlussmann. Dann folgt das erste Lebenszeichen der Dragösser. Schön langsam wird die Kotzecker-Truppe munter. Die Gäste sind wieder dran. Toller Konter. Christian Huber vergibt da knapp. Endlich stemmt sich der Tabellenführer stärker entgegen. Der Ausgleich soll her. Nun wird auch kombiniert, der Druck aufs Gästetor erhöht, der Ausgleichstreffer liegt schon in der Luft.
Reitenau hat es nun in der Folge nicht leicht, benötigt der Hilfe von oben. Zur Entlastung für die Gäste gibt's mal Freistoß. André Kucharek pariert. Wir blenden in Minute 40 Dragöskräfte an. Doga wird gut bedient, knallt er drauf los. Der Ball zappelt im Netz. 1:1 steht's. Tolles Tor. Bis zur Pause passiert nichts mehr. 1:1 der Pausenstand. Breitenau hat 20 Minuten gut gespielt, hat dann aber abgebaut, ist zurückgefallen. Lust auf zwei Thermenkarten der Therme Aqualux von Surf? Bitte gern, ja. Ja. Ich habe leichte Fragen. Kapfenberg hat österreichweit wieder beste Werbung gemacht gestern. Mit was? Ja, mit dem Sieg wahrscheinlich zu Hause gegen Liefering. Schätze ich mal, ja. Wie ist das Match ausgegangen? 1:0 haben sie gewonnen. Der Torschütze? Torschütze, nachdenken. Ja, der Florian Flecker ist gewesen gestern, ja. Ja. So ist es. Und der Florian Flecker macht noch ein Tor immer was? Ein Torjubel, ein Salto, ein Rückwärtssalto, glaube ich, macht immer, ja. Ja. Ich glaube, es stimmt, ja. Ja. So ist es. Und Kapfenberg liegt in der Tabelle wo? Auf Platz 3. Ja, Platz 3, ja. Ein Punkt hinter Austria-Lustenau, glaube ich. So ist ein Punkt hinter dem Aufstiegsplatz. Und damit hast du die zwei Thermenkarten. Gratulation. Ja, wunderbar. Dankeschön. Ganz lieb. Super. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Dragös kommt gut aus der Kabine, startet gleich Angriff. Bichler wird da gut bedient und der Patrick Bichler drückt ein zum 2:1 für Dragös St. Katharine. Nun läuft das wirklich bei Dragös, da wird kombiniert. Max Voller trifft da den Balken. Noch geben sich die Breitenauer nicht geschlagen. Hofbauer legt sich da den Ball zu weit vor, die Chance dahin. Kämpferisch hat das Spiel einiges zu bieten. Dragös will die Führung ausbauen, Forstner lässt da den Sitzer aus. Dann gibt's ein Luftduell im Dragös-Kadrein-Strafraum. Schaut nicht gut aus, aber die Fußballer sind hart im Nehmen. Beide Akteure können weitermachen. Wir kommen schon in die Endphase des Spiels. Hannes Bollerus trifft die Latte. Der junge Schiri Gwune Binak aus Mürz Zuschlag war ein ordentlicher Spielleiter. Und im Match gab's auch nichts mehr Erwähnenswertes. Der SC Dragös St. Katharine gewinnt das Heimspiel gegen die brav spielenden Breitenauer mit 2:1. Und der Herbstmeistertitel für Dragös zum Greifen nahe. Stimmen zum Spiel? Patrick, Dragös Katrein hat heute die Tabellenführung mit dem Sieg da gegen Breitenau mit dem 2:1 verteidigt. War, glaube ich, keine schlechte Leistung, aber man hat sich lang schwer dann. Ja, wir haben am Anfang nicht so wirklich ins Spiel gefunden, waren auch vielleicht ein bisschen matt in die Fiers und ja, haben dann auch das blöde Tor gekriegt, aber haben dann zurückgekämpft und haben dann verdient gewonnen, finde ich. Ja, und natürlich toll. Es schaut ja fast so aus, wie wenn ihr schon fast den Herbstmeistertitel eingefahren habt. Ein Match ist noch in Krieglach. Ich glaube, das dürfte ja kein Problem sein. Was sind die Stärken eurer Mannschaft? Ja, die Stärken unserer Mannschaft. Wir halten, glaube ich, zusammen. Jeder kämpft für jeden und das passt momentan. Es läuft einfach und kann nur so weitergehen. Und natürlich, heute wird angefeiert? Ja, heute wird einmal gefeiert, aber nicht zu viel, weil wir haben noch ein Spiel und wenn wir das nachher wirklich gut umbringen, nachher können wir richtig feiern. Stefan, Breitenau hat da eine gute Partie gespielt, aber schlussendlich hat man da in Dragös 2:1 verloren. Ja, wir sind eigentlich gut ins Spiel gestartet, eigentlich mit 1:0 sofort in Führung gegangen, perfekt, passt. Sind dann aber in der ersten Halbzeit noch schwarz rückgefahren, da haben die Katrainer dann das Spielkommando übernommen und zweite Halbzeit waren wir dann, glaube ich, überlegen, aber haben schlussendlich dann nicht mehr einen Ausgleich erzielen können, leider. Breitenau hat ja fast alles eingebaut, Spieler. Ihr seid ja, glaube ich, so eine ganz gute Truppe, ihr haltet ja gut zusammen. Was sind eure Stärken? Ja, eigentlich, wie du sagst, für Eigenbauspieler, fast alles Breitenauer, ein paar aus dem Nachbarort, aus Berneck. Ja, der Teamgeist ist immer sehr groß. Es ist jetzt auch mit dem Trainer wieder der Teamgeist gewachsen. Und also eigentlich kann man sagen, dass wir wirklich über 90 Minuten immer rackern und fighten und das, glaube ich, zeichnet uns Jahr für Jahr aus.
Ja, und ihr seid ja junge Truppen und wenn ihr länger beieinander bleibt, zusammenspielt, wird es ja noch stärker. Ja, natürlich. Also über die Jahre wird man dann immer stärker und vielleicht kommen wir die nächsten Jahre wieder ein bisschen vorn zu. Schauen wir, dass wir wieder ein bisschen vorn an die Tabellenregion anknüpfen können. Danke fürs nette Interview. Danke.